Danke, Sepp. Auch von meiner Seite einen schönen Abend. Es ist trotzdem immer wieder speziell, sich immer wieder in den Kacheln zu sehen und sich wieder zu begrüßen und trotzdem immer im eigenen Büro zu sitzen. Ich gewöhne mich irgendwie nicht wirklich dran. An manches gewöhnt man sich, aber an manches auch nicht so richtig. Aber ist halt jetzt einfach so. Herzlich willkommen auch Felix. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend jetzt unser nächster Reisebegleiter bist, hier in dieser Karawanserei, in der wir uns diesmal treffen. Ich denke fast, dass die meisten von euch wahrscheinlich Felix Löwenstein ja noch länger kennen, als ich ihn kenne. Und trotzdem ist es mir eine Ehre, ihn jetzt vorstellen zu können. Er ist Agrarwissenschaftler und Biolandwirt, momentan in Rente. Meine ich, ich weiß nicht, wie sehr du noch auf dem Hof selber tätig bist. Du hast den ja übergeben, aber dann bist du Vorstandsvorsitzender des Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft und auch vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Deutschland. Und du hast ein Buch publiziert, das heißt Food Crash, wo du ein Plädoyer für ein nachhaltiges für eine nachhaltige Lebensmittelwirtschaft hältst, was man diesen Menschen, die jetzt hier dabei sind, doch an dieser Stelle auch sehr empfehlen kann. Und du bist auch Botschafter des Bodenfruchtbarkeitsfonds seit vielen Jahren. Das freut mich auch ganz besonders. Dein Beitrag heute, Agrarökologie, sticht Agrarchemie. Und wir sind sehr gespannt auf deinen Beitrag. Und damit übergebe ich gerne das Wort an dich, Felix. Vielen herzlichen Dank, lieber Matthias. Ich nehme an, das ist bei dieser Reise wie bei vielen anderen Reisen, die man so unternimmt, dass man zwar irgendwo um die Ecke biegt und was Neues sieht, aber dann auch hin und wieder was sieht, was einem schon bekannt vorkommt, weil man es vielleicht schon mal gesehen hat. Weil die Welt nicht nur unterschiedlich ist, sondern sich an vielen Stellen auch wieder gleicht. Und so dürfte das bei diesen Vorträgen auch sein. Ich nehme mal an, dass das ein oder andere dann auch doppelt und dreifach gesagt wird, weil diese Themen so eng zusammenhängen, dass das ganz unvermeidbar ist. Ich habe ja die Aufgabe, über die Frage zu reden, wie notwendig sind eigentlich Pestizide und wie sieht das Alternativmodell aus und warum kann das Alternativmodell funktionieren? Dass das natürlich nicht geht, ohne dass man sagt, warum eigentlich das jetzt gängige Modell, das konventionell heißt, weil es halt der Normalfall ist, warum das nicht funktioniert, das ist ja klar. Das muss ich vorhängen vor meinem Vortrag, auch wenn vieles davon oder möglicherweise auch alles schon bekannt ist, wenngleich ich mich bemühen werde, ein paar Details zu zeigen, die vielleicht manchen Leuten noch nicht aufgefallen sind. Und worauf ich gleich von Anfang an hinaus will, ist darauf, dass die Vorstellung, wir könnten mit unseren Zulassungsverfahren abschließend abschätzen, ob Pestizide, also diese Stoffe, die in der Natur ausgebracht auf Organismen treffen, die auf diese Stoffe in der Evolution nie vorbereitet worden sind, wir könnten diesen ganzen Vorgang so vorher abschätzen, dass wir am Ende wüssten, was dabei dann passiert. Ich habe vor vielen Jahren bin ich auf diese Studie hier gestoßen. Das ist, weiß nicht, wahrscheinlich 10 Jahre mindestens her. Das ist ein Artikel, den ich dazu gefunden habe. Und dieser Professor von der Universität von Pittsburgh hat eine Studie gemacht, in der es um die Frage ging, wie wirken eigentlich Pestizide auf Kaulquappen. Das ist relevant, weil Kaulquappen sind die Tiere, die man als Modell nimmt, um zu wissen, ob ein Pestizid amphibiengiftig ist oder nicht. Und sicher sehr stark vereinfacht findet das so statt. Man hat ein Labor, dort steht ein Becken, in diesem Becken schwimmen Kaulquappen. Dann träufelt man von der Substanz, die man prüfen will, da was rein. Und dann wieder ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr. Und wenn dann 50% der Kaulquappen den Schirm zumachen, dann hat man die L50-Dosis. Und von der rechnet man zurück, einmal durch 100, ich glaube nochmal durch 100. Und dann ist man wirklich auf einer ganz, ganz, ganz geringen Dosis, von der man sagt, okay, das kann die Natur verkraften, denn da passiert nichts mehr. Und was den Professor interessiert hat, ist die Frage, was passiert eigentlich im freien System der Natur? Was passiert eigentlich in einem Teich? Und hat diese
Konzentration von einem Insektizid, also eine Konzentration, die deutlich unter den Zulassungsgrenzwerten lag, in diesen Teich gegeben und hat dann beobachtet, dass die Kaulquappen zu einem ganz großen Teil kaputt gegangen sind. Und dann ist er dieser Frage hinterhergegangen, das war ein sehr, sehr, sehr mühsames Puzzlespiel, bis er herausgefunden hat, dass dieser Molch, der hier abgebildet ist und der mit großer Begeisterung, sein Salamanderlarve genau genommen, dass der beim Jagen der Kaulquappen, die seine Hauptnahrung darstellen, eine Flüssigkeit absondert, der saftelt sozusagen, die reagiert mit den Molekülen des Pestizides auf eine Weise, die Kaulquappen umbringt. Ich fand das deswegen so faszinierend, weil es deutlich gemacht hat, wie vollkommen ausgeschlossen es ist, dass wir diese unfasslich komplizierten Zusammenhänge erfassen. Und ich bin diesen Zusammenhängen noch oft begegnet danach. So hat zum Beispiel die Universität, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Nochmal, ich muss mich hier, nein, da habe ich ein Bild gelöscht. Ich bin diesem Zusammenhang nochmal begegnet, als Professor Lies vom Umweltforschungszentrum Leipzig bei uns auf einer Tagung referiert hat. Und die machen nämlich genau solche Versuche in Leipzig im Umweltforschungszentrum. Dort bilden sie Fließgewässer nach, mit allem, was zu einem Fließgewasser dazugehört, und finden eben auch dort, dass die Empfindlichkeit der Organismen auf solche Stoffe um ein Zehnfaches höher ist als im Versuch. Und er kann das gut erklären. Das hängt halt damit zusammen, dass da ganz verschiedene Stressfaktoren zusammen und damit dazukommen. Also zum Beispiel der Stress, dass man von irgendjemand gejagt wird, der einen gerne fressen möchte, oder der Stress, dass man selber was zu fressen finden muss, oder der Stress, dass die Temperatur unangenehm ist, was weiß ich. All diese Dinge wirken zusammen und führen zu Auswirkungen von Pestiziden in der Natur, die wir nicht wirklich vorhersehen können. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass auch im Großen diese Wirkungen so enorm sind. Sie erinnern sich alle an diese Krefeld-Studie, die nun schon seit etlichen Jahren publiziert worden war, wo man in 27 Jahren einen Rückgang der Fluginsektenbiomasse von 75% festgestellt hat. Das wurde dann heftig bezweifelt. Der Bauernverband hat irgendeinen obskuren Statistiker aus dem Hut gezogen, der erklärt hat, das sei die Unstudie des Jahres. Aber hier in dieser Metastudie, also in einer Untersuchungsstudie von Insektenforschern europaweit, wurde ganz klar gesagt, selbstverständlich stimmt das, was die da sagen. Und es stimmt auch die Schlussfolgerungen, die sie ziehen. Und im Übrigen gibt es mittlerweile so viele solche Studien, dass diese Frage nicht mehr da ist. Was aber vielen Leuten nicht bewusst ist, ist, dass diese Baseline, dieser Bezugsjahrgang vor 27 Jahren keineswegs die Zeit ist, in der noch alles in Ordnung war. Wir wissen es halt nur nicht davor, weil Sie können halt eine Langzeitstudie über Insektizidwirkung nur machen, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit mit der Studie angefangen haben. Sie können ja nicht heute auf den Acker gehen und sagen, ich möchte mal wissen, was hier in den letzten 25 Jahren passiert ist. Da müssen Sie vor 25 Jahren angefangen haben. Und da gibt es sehr, sehr wenig. Was es gibt, ist diese Studie aus Kiel, da ging es um Laufkäfer, wo man von 51 bis 81 in landwirtschaftlichen Weizen, also in Weizenschlägen, Laufkäferfallen aufgestellt hat und nach 4 Wochen Bodenfallen, Auswertung, dann das so hübsch zusammengestellt hat auf einem Blatt Papier. Und was Sie hier links und was Sie hier rechts sehen, wird Sie mit Sicherheit genauso erschrecken, als ich das erst mal gesehen habe, weil es ja nichts anderes sagt, als dass das, was wir hier rechts sehen, sehr viel eher die Baseline ist, auf der die Krefeld-Studie ihre Ergebnisse produziert hat, als das, was Sie hier links sehen. Und weiß ich, dass es unter den Berufskollegen immer noch Leute gibt, die glauben, das sei ja ohne Relevanz, weil man auf dem Acker ja eigentlich nicht Käfer, sondern Weizen hat ernten wollen. Aber dass diese Menschen nicht verstehen, wie die Zusammenhänge in Ökosystemen sind und dass das, was wir heute als Insektensterben behandeln, ja nur der Ausschnitt aus ganzen Nahrungsketten ist, das müssten die eigentlich wissen, wenn sie ihre Ausbildung richtig gemacht hätten. Obwohl ich bin in Weinstephan gewesen, das ist jetzt 40 Jahre her. Das Wort Ökosystem ist in meiner Ausbildung nicht vorgekommen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das heute nicht noch genauso wäre. Und weil das eben Ökosysteme sind,
führt dieser Insektenschwund dazu, dass sozusagen rauf und runter in der Nahrungskette genau das Gleiche zu beobachten sind, wie die Vögel der offenen Agrarlandschaft verschwinden, wissen wir auch schon seit ganz langem. Diese grau dargestellten und schwarz dargestellten Zahlen stammen aus einem Spiegelbericht, der das im Jahr 1990 publiziert, also die 2017, aber die Zahlen von 2013 bis 1990 publiziert hat. Aber 20, 30 Jahre später ist das Problem noch viel heftiger geworden, wie Sie an den roten Zahlen sehen können. Natürlich hängt das überhaupt nicht nur mit Pestiziden zusammen. Also es gibt eine ganze Reihe Faktoren, auch in der Landwirtschaft, die dafür zuständig sind, dass wir diese enormen Aussterbeereignisse, so muss man das fürchtig nennen, haben. Und auch vieles, das sollten wir selbstkritisch anmerken, was wir in der ökologischen Landwirtschaft machen, führt auch dazu, wenn wir zu große Schläge haben. Wenn wir, nehmen Sie mal Grünland, Kurzrasenschnitte machen, 5, 6, 7 Mal, oder wenn wir mit einem Mähzetter fahren durch eine Wiese, wo viel blüht und viel fliegt und summt und hinterher sind nur noch Kadaver unterwegs, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Aber dass trotzdem die Insektizide dazu da sind, Insekten zu killen, dass Pestizide insgesamt solche stofflichen Wirkungen in Mini-Dosen haben, wie ich das gerade gezeigt habe, das wissen wir. Und da wir von 51% der Fläche Deutschlands, die wir landwirtschaftlich bewirtschaften, ungefähr 90% mit solchen Stoffen behandeln, nämlich die Flächen, die nicht ökologisch bewirtschaftet werden, von denen sind es wiederum 3%, die Biopestizide bekommen, zeigt, dass da im Zusammenhang, oder macht verständlich, dass da ein Zusammenhang sein muss. Glyphosat ist enorm in der Diskussion nach wie vor, blöderweise bloß wegen der menschlichen Gesundheit, also bloß nur fokussiert auf das Thema menschliche Gesundheit, aber dass das Bodenleben genauso beeinträchtigt wird aufgrund dieser feinstofflichen Wirkungen wie das, was ich gerade gezeigt habe, wäre für sich ein Grund genug, das zu verbieten. Zumal, was viele Menschen nicht wissen, Glyphosat ja ein Antibiotikum ist. Das hier ist das Patent auf dieses Antibiotikum. Denn Glyphosat ist mal erfunden worden als Wirkstoff für ein Reinigungsmittel und tötet Bakterien ab. Nun kann es sein, dass das gar kein Problem damit. Was heißt, ist, dass wenn es abtötet, dann schafft es für andere Bakterien, die es nicht abtötet, einen Konkurrenzvorteil, der dazu führt, dass die mehr werden. Das weiß jeder von uns, der mal Antibiotika genommen hat und hinterher noch ganz lange Durchfall hat. Und so ist das natürlich bei Glyphosat auch. Und es gibt Studien zum Beispiel aus Leipzig, die zeigen, dass wir gerade Bakterien, die für schlimme Krankheiten verursachen, rausselektieren durch Einsatz von diesem Stoff. Ähnlich Neonicotinoide. Ich führe das gar nicht aus, weil Sie das ja alles wissen. Dass das alles auch zu tun hat mit der Frage, wie wir mit unserer Gesundheit zurechtkommen, das hat in sehr eindrücklichen Worten der Papst vor ziemlich genau einem Jahr gesagt, als er vor dem leeren, regenglänzenden Petersplatz seine beeindruckende Rede gehalten hat und gesagt hat, wieso glauben wir eigentlich, wir könnten in einer Welt gesund bleiben, die wir krank gemacht haben. Und da ist er ganz nah dran an sehr wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese Studie ist unter schwedischer Führung gemacht worden, eine Metastudie publiziert, also in 2020 ist sie rausgekommen, und die konnte eben zeigen, dass mit sinkender Biodiversität das Risiko an Infektionskrankheiten zu erkranken steigt, zum Beispiel Borreliose, also die von Zecken übertragene Krankheiten. Und deswegen gibt es ja zu Recht die Ansicht, dass wir uns gerade in Corona-Zeiten mit solchen Fragen auseinandersetzen sollten. Das hier ist erst später im letzten Jahr, ich glaube im Mai erschienen, und ist auch so eine Studie, die wirklich wahnsinnig wichtig ist, obwohl sie kein Mensch eigentlich wirklich wahrgenommen hat. Es ging darum, dass man untersucht hat in Kenia, was passiert in Frischwasservorkommen, also in Fließgewässern und in Seen, wenn dort Pestizide sind. Und dann hat man festgestellt, was ja gar nicht verwundert,
das auch in diesen Frischwasservorkommen, genauso wie in Pittsburgh in der Untersuchung, es zu Selektionen kommt. Also dann gibt es Organismen, die kommen halt besser zurecht mit diesen Pestizidspuren als andere. Da braucht gar niemand umgebracht werden, sondern die einen breiten sich auf Kosten der anderen aus, weil sie eben einen für sie günstigeren oder für sie weniger ungünstigeren Lebensraum vorfinden. Und das Fatale an dem, was die in dieser Studie gefunden haben, ist, dass der Organismus, der wirklich stark zunimmt, überall dort, und zwar ausschließlich überall dort, wo Pestizidspuren oder Eutrophierung, also eine Stickstoffüberlastung aus der Landwirtschaft natürlich war, ist eine Schnecke und die ist dazwischen wird für eine Krankheit, die Schistosomiasis heißt oder Bilharziose. Und das ist eine Krankheit, die in Afrika jährlich viele, viele zigtausend Menschen umbringt. Ich finde diese Studie auch genauso wichtig wie das, was dieser Pittsburgh-Mensch da gemacht hat, weil es noch einmal deutlich macht, dass wir bei Stoffen, die die Natur nicht kennt aufgrund der Evolution, immer damit rechnen müssen, dass diese Stoffe irgendeine Wirkung zeigen, die wir nicht vorhersagen können. Natürlich sind wir in der Natur mit unglaublich vielen solchen Stoffen ohnehin schon konfrontiert. Aber dass wenn wir die Wahl haben, mit solchen Stoffen in natürliche Systeme einzugreifen oder nicht, ist es allemal eine vernünftige Wahl, davon die Finger zu lassen. Dass diese Wirkung, die wir bei den Insekten beobachtet haben, die wir sozusagen aufwärts in der Nahrungskette bei den Vögeln beobachtet haben, abwärts ganz genauso stattfindet, ist eine Frage der Logik. Und deswegen der Boden, der fruchtbare Boden, der davon lebt, dass er unglaublich vielen Organismus Heimat bietet, dass dessen Zustand auch wesentlich davon beeinflusst wird, wenn wir in diese Organismen selektieren, eingreifen. Das erschließt sich, glaube ich, völlig, völlig eindeutig, wenn man das sich alles überlegt hat. Hier habe ich nochmal das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es ganz viele Faktoren gibt, die auf die Biodiversität wirken und dass die Pestizide eine davon sind. Und diese ausgeräumten Landschaften, wie wir sie insbesondere in Ostdeutschland haben, aber mittlerweile keineswegs nur noch dort, dass wir dort unter Umständen allein durch die Nichtgestaltung der Landschaft ähnlich gravierende Auswirkungen haben wir durch den Einsatz von Pestiziden. Dafür gibt es auch Studien. Professor Czarnke in Göttingen hat das untersucht. Nur es ist halt so, wenn der positive Einfluss von Ökolandbau auf die Biodiversität genauso groß ist wie der positive Einfluss von kleinen Schlägen oder unterteilten Schlägen, dann heißt das ganz einfach, wenn wir im Biolandbau eben auch anfangen, die Schläge zu unterteilen, dann sind wir gleich zweimal besser als diese Normalfälle. Und das müssen wir unbedingt werden, denn es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Das ist bei mir zu Hause ein Google-Foto. Und wir sind in einer klassisch kleinen Schlagslandwirtschaft, also Abteilung und so. Aber auch da ist es so, dass dieses völlige Verschwinden von Feldreinen und sonstigen Strukturen in der Landschaft Ähnliches verursacht. Dass Insektizide keine Insekten umbringen, was Sie in der Diskussion mit Landwirten oft zu hören bekommen, ist absurd, weil natürlich tun sie das, weil sie es ja sollen. Sie haben vielleicht nie diese Werbung gesehen, deswegen, wenn das so wäre, freue ich mich, sie Ihnen zeigen zu können. Das stammt aus Top Agrar, schon ein paar Jahre her. Und hier wird geworben für Karate Sion, ein Insektizid der Firma Syngenta. Weiteren Kommentar muss ich nicht abliefern. Das Zweite, was Sie hören, ist, wir machen doch schon längst Fortschritte und verwenden viel weniger Pestizide, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Das stimmt leider nicht. Was Sie hier sehen, ist die Kurve, die jedes Jahr beruht auf den Zahlen des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Kurve habe ich selber zusammengestellt, und zeigt, dass wir keineswegs eine Abnahme des Pflanzenschutzmitteleinsatzes haben, sondern mit Schwankungen geht es über all die Jahre auf derselben Höhe weiter. Die grünen Balken können Sie gerne wegrechnen, das sind die Lagerschutzmittel, obwohl auch damals sich ja die Frage stellt, dass nämlich das Zeug, was am nächsten an unserer Nahrung dran ist, warum eigentlich hier eine solche Explosion stattfindet.
Aber selbst wenn Sie sie wegrechnen, sehen Sie, dass sich hier kaum was verändert hat. Was nicht ganz wahr ist, in den Jahren 2018, 2019, wohl auch 2020, hat es starke Rückgänge im Pestizideinsatz gegeben. Aber das ist ja nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, was wir für eine Witterung in diesen beiden Jahren hatten, nämlich besonders trockene Jahre, wo sowohl der Pilzdruck als auch der Unkrautdruck deutlich geringer sind. Man muss aber noch dazu sagen, dass diese Kurve ja eines nicht abbildet, dass in demselben Zeitraum zwischen 1994 und 2019 die Hektare, die gespritzt werden, drastisch weniger geworden sind. Nicht nur, auch weil immer mehr Flächen aus der Landwirtschaft verschwinden, jeden Tag nach wie vor 60 Hektar, sondern auch, weil wir in der Zeit zwischen 1994 und 2019 von nahezu gar nichts an Ökolandbaufläche auf mittlerweile 1,6 Millionen Hektar gekommen sind. Und wenn man jetzt die 97% dieser Biofläche, also die auch nicht mit Biopestiziden gespritzt wird, wenn wir die jetzt da rausrechnen, und dann kriegen wir eine Kurve, die so ausschaut. Hups. No. Das ist jetzt die Kurve des Pestizidwirkstoffabsatzes auf die Hektar bezogen. Und die Trendkurve, die dadurch liegt, ist diese hier. Das heißt, das Gegenteil ist wahr. Es wird nicht weniger, es wird mehr. Und warum wird es mehr? Ja, doch nicht, was man natürlich auch noch sagen muss, ist, dass Mitte der 90er Jahre waren viele Wirkstoffe im Kilogrammbereich dosiert, die heute im Grammbereich dosiert sind. Also nicht dieselben Wirkstoffe, aber nur dieselben Wirkung. Das heißt, schon deswegen hätte es ja noch mal mehr abnehmen müssen. Nein, es nimmt deswegen nicht ab, weil dieses Durcheinanderbringen von Ökosystemen durch die Eingriffe, die wir dort tun, an vielen Stellen eben immer mehr Eingriff nach sich zieht. Und wenn heute die Berufskollegen darüber klagen, dass Windhalm nicht mehr bekämpft werden kann oder dass Rapsinsektizide nicht mehr wirken, dann glauben die, es liegt nur daran, dass in der Europäischen Union nicht schnell genug neue Wirkstoffe zugelassen werden. Das stimmt aber nicht. Das stimmt eigentlich wirklich nicht, weil wenn Sie mal die Pflanzenschutzmittelfirmen fragen, was ist eigentlich noch in der Pipeline, um zugelassen zu werden, dann wird ziemlich mit der Schulter gezuckt, da ist nicht mehr viel. Nein, es hängt einfach damit zusammen, dass die Probleme durch Selektion von Organismen hin zu denen, die uns Probleme machen, immer größer und immer folgenreicher wird. Deswegen müssen wir und können wir mit einem anderen System gegensteuern. Dieses System ist eines, das geprägt ist durch stabile Systeme. Was Sie hier sehen, ist ein sehr hübsches Bild aus dem Bodenseeraum. Matthias, das wird dir bekannt sein, auch wenn es die andere Seite des Sees ist. Dort wachsen Äpfel, hier oben rechts, dann oben links wachsen Äpfel. Hinter der Kirche wachsen Äpfel, drunter auch Äpfel, das sind alles Äpfel. Und diese Äpfel sind zwei, drei Sorten. Und zwar bedauerlicherweise auch noch relativ empfindliche Sorten. Und die Unterlagen, auf die sie gepropft sind, sind europaweit dieselben. Und das ist ein extrem instabiles System. Denn wenn Sie da nicht 20, 25, 30 Mal im Jahr, je nach Jahr, mit der Spritze durchfahren, ernten Sie keine Äpfel. Jedenfalls keine, die Sie verkaufen können. Und wenn Sie so eine Anlage jetzt auf Bio umstellen, das passiert ja, ja, da ist das System leider Gottes erstmal immer noch genauso instabil. Und dann fahren Sie halt 25 Mal mit dem Biospritzmittel durch. Ein stabiles System schaut anders aus. Ich habe leider kein Bild mehr von dem Obstgarten, der zu unserem Gut in Südhessen gehört hat. Ich habe ihn noch als Kind kennengelernt. Mittlerweile steht kaum noch einer dieser Bäume, aber der muss mal so ähnlich ausgeschaut haben wie das, was ich hier schändlich aus dem Internet geklaut habe, wo sie halt nicht nur eine Obstart, sondern ganz viele miteinander sehen. Und nicht nur eine Obstsorte derselben Art, sondern viele Sorten derselben Art sehen. Weswegen in dem Obstgarten des Hofgutes Habitzheim, wo Obst für den Markt erzeugt worden ist, also es war jetzt nicht Hobby, trotzdem nie jemand mit der Spritze durchgefahren ist. Und trotzdem konnte man dort Obst ernten. Natürlich muss man dazu sagen,
dass die Kunden und Kundinnen nicht in Hysterie geraten sind, wenn auf einem Apfel mal Schorfflecken waren. Insofern, wenn wir über stabile Systeme reden, reden wir nicht nur über das, was auf dem landwirtschaftlichen Betrieb stattfindet, sondern wir müssen den gesamten Markt mit einbeziehen. Und ich habe immer gesagt, wahrscheinlich wussten die Alten auch noch, was unter den Obstbäumen wachsen muss, damit dort die Nützlinge sich wohlfühlen, die der Apfelbaum brauchen kann, um besser mit seinen Schädlingen fertig zu werden. Und das Fiebel hier in der Schweiz zusammen mit dem deutschen JKI hat diese Studie angestellt, wo sie untersucht haben, was sind Pflanzenarten, die wir assoziieren können mit Obstbäumen, um dort eine positive Wirkung für die Nützlinge zu erzielen. Da gibt es mittlerweile viele, viele Erkenntnisse. Und ich weiß, dass die FÖKO, das ist in Deutschland der Zusammenschluss der Obstbauern aus allen Anbauverbänden, viel an solchen systemischen Fragen arbeiten und mit durchaus Erfolg, was nicht heißt, dass die vollkommen ohne Mittel auskommen. Das ist, glaube ich, in Dauerkultursystemen, wo sie ja immer wieder dieselbe Pflanze stehen haben, auch nicht so ganz einfach. Aber der Weg hin zu stabilen Systemen, der ist durchaus bekannt und beschreitbar. Das hier habe ich gerade eben gelesen, übrigens auch aus dem Fiebelbericht, was das auch nochmal sehr, sehr deutlich macht. Offenbar, bitte lesen Sie das nicht alles, was da steht. Aber es geht darum, dass es im Orangenanbau irgendein ganz fieses Virus gibt, die Huanglongbing Citrus Greening Disease. Und die führt dazu, dass die Orangenproduktion komplett zusammenbricht. Und jetzt haben viele Experten dort mehrjährige Feldversuche gemacht und haben festgestellt, dass der Blattfloh, der dieses Virus überträgt, im Durchschnitt 570 Exemplare pro Hektar vorkommt in Bioplantagen, während es 4230 waren in konventionellen Plantagen. Ob die damit die Lösung für das Problem schon beieinander haben, weiß ich nicht. Aber dass diese Selektionsmechanismen, von denen ich jetzt unentwegt rede, dazu führen, dass Schadorganismen nicht weniger werden, sondern explodieren dort, wo man sie auf die Weise bekämpft, wie das der Normalfall, also konventionell ist. Das ist hier an dieser Stelle wieder mal sehr sichtbar. Eine andere Geschichte, und jetzt muss ich fragen, ob sie Hans Herren sowieso schon erzählt hat. Matthias, kannst du mir da was sagen? Von den Heuschrecken? Nein, hat er nicht. Na, dann ist es erzählenswert. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Europa wahrgenommen haben, dass im Moment, und zwar schon seit Monaten, ein grauenvolles Heuschreckenproblem in Ostafrika und Nordafrika herrscht, auch in Teilen von Asien im Übrigen. Ist das hier den Anwesenden bekannt? Ich sehe hier fast niemanden, deswegen weiß ich nicht, wer da mit Kopf schüttelt oder wackelt. Ein Problem, das Millionen von Menschen in den Hunger treibt. Was erforderlich macht, dass die Welthungerbeseitigungsmaschine auf volle Touren anspringen muss, um diese Leute überhaupt am Leben zu halten. Ich habe sowas nie im Original gesehen. Das muss ganz, ganz grauenvoll sein. Und natürlich kommt jetzt die Schlussfolgerung, jetzt hilft nur noch Chemie. Möglicherweise stimmt es sogar. Nein, es stimmt sogar leider ziemlich sicher. Aber warum ist es so? Weil man das, was man hätte tun können, nicht getan hat. Es gibt seit den 90er Jahren zwei biologische Mittel. Das eine ist ein Pheromon. Das setzt man dort ein, wo die Heuschrecken als Einzeltiere in der Wüste leben. Wenn man feststellt, dass diese Tiere beginnen, sich zu sogenannten Hopperbanden zusammenzuschließen, das ist also plötzlich eine Gemeinschaftsbildung. Und wenn das genug werden, fangen die an zu schwärmen und dann passiert das, was man hier auf den Bildern sieht. Wenn man da rechtzeitig eingreift, weil man monitort, was natürlich erforderlich ist, mit diesen Pheromonen, dann kann man den Wechsel des Tieres vom Stadium des Einzellebenden in die Hopperbanden unterbinden. Und dann gibt es noch ein zweites Mittel. Das ist ein Pilz, den hat man in Afrika gefunden. Diesen Pilz hat man als Präparat hergestellt von Pilzsporen und die befallen ganz selektiv Heuschrecken. Und zusammen mit dem anderen Mittel kombiniert kann man
wenn man ein Monitoring macht, wenn man rechtzeitig eingreift und wenn man darüber hinaus dieses Mittel, was Green Muscle heißt, grüner Muskel, wenn man das rechtzeitig in ausreichenden Mengen produziert hätte, müsste man nicht das tun, was man heute tut, nämlich mit Tausenden von Tonnen hochgiftiger Pestizide diese ganze Gegend zu besprühen, mit entsetzlichen Folgen für die Menschen, die da leben, mit entsetzlichen Folgen für das Gleichgewicht der Ökosysteme dort. Ich finde, dass das nochmal sehr, sehr schön zeigt, dass diese Agrarchemie, die uns als gerade in so einem Fall wie hier als so alternativlos hingestellt wird, es überhaupt nicht ist. Und Hans Herrn, der mir das Ganze nämlich erzählt hat, sonst wüsste ich das gar nicht. Hans Herrn hat gesagt, ja klar, natürlich, wenn in einem Land wie Jemen, wo Bürgerkrieg ist, solche Hopperbanden sich bildet, ist das nicht so einfach. Aber wenn man, verzeihen Sie mir, wenn ich das so zynisch weitergebe, wenn man mit Drohnen auf Kinder schießen kann in solchen Ländern, dann kann man auch mit Drohnen überwachen, ob Heuschreckenplagen entstehen und nötigenfalls mit Drohnen diese Mittel ausbringen. Man muss es nur wollen. Und diejenigen, die diese ganzen Dinge entwickelt haben, sagen tiefst frustriert, dass die FAO, dass aber auch die regionalen Heuschreckenbekämpfungsorganisationen völlig versagt haben in den letzten Monaten. Das ist eine Katastrophe mit Ansage. Und dass sie es ist, ist ein handfester Skandal. Weil ich jetzt schon in Afrika gelandet bin, gehe ich mal kurz noch ein Stückchen weiter, nämlich auf die Philippinen. Dort war ich vor ein paar Jahren. Und das Bild, was ich da aufgenommen habe, zeigt ein instabiles System, nämlich eine Ananasplantage, dass Sie dort durchfahren müssen, sehen Sie an den Spritzgassen. Und ob diese Kokosplantage da hinten was besser ist, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht bis hingegangen. Aber ich weiß nur, dass die Anwohner, die haben mir das nämlich gezeigt, grässlich darunter leiden, dass das alles aus der Luft mit Hubschraubern bespritzt wird und dass sie mit ziemlich dramatischen Gesundheitsfolgen zurechtkommen müssen. Interessant wird es, wenn Sie sich an der Stelle, wo das Bild aufgenommen worden ist, um 180 Grad drehen. Dann sind Sie nämlich bei dem Betrieb, bei dem landwirtschaftlichen Betrieb, den ich da besucht habe. Der schaut nicht so aus, wie wir uns landwirtschaftliche Betriebe vorstellen. Was schon damit zusammenhängt, dass die für dortige Verhältnisse durchschnittlich groß sind, nämlich 1,5 Hektar. Das ist auf den Philippinen übrigens in praktisch Asien so eine normale Betriebsgröße. Auch im großen Teil von Afrika. Das Interessante an dem, was Sie da sehen, ist, dass das nicht etwa aus Versehen nicht aufgeräumt ist, sondern wenn in dieser Bauer erklärt, warum er dort auf 1,5 Hektar 90 verschiedene Pflanzen anbaut, wenn er ihnen erklärt, warum da was wo steht, dass dieser kleine Strauch hier unten mit den schönen Blütchen etwas ist, aus dem man auch ein Pestizid herstellt, wenn irgendeine Krankheit einbricht, aber dass auf der anderen Seite die Pflanze neben jener steht, um eine positive Wirkung auf sie zu haben. Das sind Sachen, die wissen alte Bäuerinnen aus dem Bauerngarten noch, wie man mit Tagetes Schnecken abhält oder so. Ich bin da komplett unterbelichtet, was das betrifft. Aber die sind gar nicht unterbelichtet. Die haben unglaubliche Kenntnis davon. Und das Lustige war, dass der Bauer mir dann auch noch gezeigt hat, einen sehr stinkenden Topf, wo sie irgendwelche Schnecken hineinschmeißen und irgendwelche Kräuter reinschmeißen und alles Mögliche reinschmeißen. Dann haben gesagt, mit dem Ding düngen sie. Und das würde unglaublich helfen. Ich bin ziemlich sicher, der hat mit gar nichts gedüngt da, sondern das waren effektive Mikroorganismen. Also da hat irgendwas Bakterielles jedenfalls stattgefunden in diesem Eimer. Und das nutzen die eben auch aus purer Intelligenz. Und es war nicht der hier, den, übrigens, da habe ich gar keine Ahnung, warum da so komische Sachen hängen. Glas, keine Ahnung, was das bedeutet. Eine andere Bäuerin war, die mir erklärt hat, die hat viel Gemüse gemacht. Die hat gesagt, in ihre Gemüsebeete geht sie niemals nach 16 Uhr und vor 18 Uhr. Und warum nicht, sagte sie? Ja, weil dann sind die Nützlinge unterwegs. Also ich weiß nicht, ob bei uns in Westeuropa die Nützlinge auch zwischen 16 und 18 Uhr nicht unterwegs sind. Mich hat nur so unfasslich beeindruckt, dass da Menschen sind, die ein so tiefes Gefühl dafür haben, was in ihren natürlichen Systemen vorgeht, dass sie die beherrschen lernen auf eine Weise,
die eben jegliche Agrarchemie überflüssig macht, diese sich im Übrigen sowieso nicht leisten. Dass darüber hinaus das noch ein hochproduktives System ist, nämlich gerechnet an Nahrungskalorien pro Quadratmeter, sowieso an Vielfalt und damit Ernährungsgesundheit, aber auch an Kalorien pro Quadratmeter, hängt damit zusammen, dass hier ein enorm hohes Produktionspotenzial dadurch entstanden ist, dass der Blattflächenindex so hoch ist. Jetzt freuen sich alle, die mal Landwirtschaft studiert haben, sich das gemerkt haben, weil sie sich erinnern, dass der Blattflächenindex eine Zahl ist, die angibt, wie viel Quadratmeter Blattfläche sich über einen Quadratmeter Boden befinden. Also in einem Buch Mischwald, wahnsinnig viel Quadratmeter Blattfläche auf wenig Quadratmeter Boden, hohe Blattfläche, hoher Blattflächenindex und damit viel Chlorophyll, damit viel Photosynthese. Das ist hier auch so. Da ist ganz oben eine Palme, die guckt hier oben irgendwo raus. Da guckt sie oben raus. Dann gibt es da drunter den Avocadobaum, dann gibt es Papaya ist das, glaube ich, dann gibt es hier noch eine Sisal. Also das ist alles gestuft und damit hat man eben eine enorm hohe Blattfläche pro Quadratmeter. Und weil Pflanzen ja nur einen sehr kleinen Teil des Sonnenlichts tatsächlich für Photosynthese ausnutzen können, wachsen bestimmte Pflanzen eben auch im Schatten gut, manche sogar besser im Schatten als in der prallen Sonne. Und dadurch ist der Ertrag pro Quadratmeter, und darüber gibt es Untersuchungen, die Miserior angestellt hat, gibt es einen wunderschönen Bericht über diese Vergleiche. Dadurch ist diese Produktivität so ungeheuer groß. Und dieser Bau, den ich da besucht habe, ist Teil eines Netzwerkes von Bauern, die sich Masipak nennen. Das ist eine Abkürzung für was sehr langes, unaussprechliches Philippinisches und sagt Zusammenarbeit zwischen Bauern und Wissenschaft. Das ist eine Organisation, die ist entstanden in den 70er Jahren als Reaktion auf die Grüne Revolution, die zwar enorme Produktionsfortschritte gezeitigt hat, aber nur zeitigen konnte dort, wo man Hochertragssorten eingesetzt hat, wo man viel Stickstoff, viel Pestizide und viel Bewässerungswasser eingesetzt hat. Alles vier Dinge, die einem kapitalschwachen bis auch überhaupt kein Kapital besitzenden Bauern, am Kleinbauern nicht zugänglich sind, weswegen die Grüne Revolution an ihm vorbeigegangen ist. Und die Masipak-Bauern haben damals gesagt, es ist ein Jammer, dass wir die alten Sorten nicht mehr haben. Und ich rede von Reis, weil auf den Philippinen isst man unentwegt Reis. Frühstück, Mittag, Abend, das ist sagenhaft. Was ich da Reis gegessen habe, habe ich, glaube ich, 10 Jahre davor zusammengenommen nicht gegessen. Und dieser Reis, den die da gegessen haben, war sehr vielfältig. Die haben ganz viele verschiedene Sorten gehabt. Da gab es einen Reis, den hat man nur genutzt, um damit seinen Gästen zu zeigen, dass man sie sehr ehren möchte auf irgendeinem großen Fest. Das ist ein besonders wohlschmeckender und besonders teurer Reis. Es gibt einen anderen Reis, den hat man gegessen in der Früh. Das erinnere ich mich noch, in der Früh gegessen, bevor man aufs Feld raus ist, weil dieser Reis hat einen bis in den späten Nachmittag hinein satt gehalten. Während der Reis, den die Grüne Revolution produziert hat, dazu führt, dass man nach 2 Stunden wieder Hunger hat. Es gibt eine sehr lustige Studie der Universität Hohenheim, die schon 15, 20 Jahre alt ist. Die haben solche Reissorten untersucht und die sind auch der Frage nachgegangen, warum das so berichtet wird, wie die Bauern das gesagt haben. Und der Grund ist eben, dass dort das eine hat ganz langkettige starke Moleküle, das andere ganz kurzkettige oder irgend sowas, dass jedenfalls die einen schneller verdaut waren als die anderen. Ganz zu schweigen davon, dass die Sorten hatten, die bei Überschwemmung gut sind, andere Sorten, die bei Dürre gut sind. Und wenn man eben ganz viele verschiedene Sorten hat, dann ist man für alle Fälle gewappnet. Man hat auch für alle Bedürfnisse seinen Reis. Und was in der Hohenheim-Studie auch steht, ist, dass in vielen ostasiatischen Ländern im Gefolge der Grünen Revolution die Reissortenvielfalt so sehr abgenommen hat, dass damit die Empfindlichkeit der Systeme zugenommen hat. Die Destabilisierung der Systeme. Und die konnten zeigen, dass in Gegenden, wo nur 1-2 Reissorten angebaut werden, zum Beispiel in Kambodscha, wo auf, ich glaube, die Zahl war 95% der Fläche nur noch eine einzige Reissorte angebaut wird, dass dort lauter Krankheiten
sozusagen routinemäßig bekämpft werden müssen, die auf einer großen Insel auf den Philippinen, wo noch ganz viele von den alten Reissorten unterwegs sind, überhaupt unbekannt sind. Wie die Vielfalt im Obstgarten dazu führt, dass sich Organismen, die sich immer spezialisieren auf bestimmte Sorten, nicht hochschaukeln können, so ist das im Reis eben auch. Und damit war für die Bauern klar, wir müssen wieder unsere alten Reissorten entwickeln. Sie haben das mit sehr wissenschaftlichen Methoden gemacht, das Zusammenarbeit gemacht mit Universitäten des Landes, um einen Pool aufzubauen an Vielfalt alter Reissorten, und zwar in bäuerlicher Hand, ohne Lizenzen, ohne Patente, austauschend untereinander und damit für alle verfügbar. Dass die in relativ kurzer Zeit draufgekommen sind, dass es nicht reicht, wenn man bei den Sorten verharrt, sondern dass man dann auch auf ein System gehen muss, wo man den Stickstoffdünger durch Kompost und Mist und Leguminosen ersetzt und dass man die Schädlingsbekämpfung ersetzt durch die Vielfalt, durch die Wirkung der Pflanzen aufeinander oder aber durch biologisch hergestellte Schädlingsbekämpfungsmittel. All diese Sachen, dass man auch die Tiere integrieren muss in die Landwirtschaft, aber auf eine intelligente Art und Weise, nicht indem man sie einfach rumlaufen lässt, sondern indem man ein Weidemanagement macht, das den Ertrag erhöht, indem man ihren Dung sammelt und daraus Kompost macht. All solche Sachen haben die dann über die Jahre entwickelt. Im Grunde genommen kann man sehr simpel sagen, oder sagen die von sich selber im Übrigen auch, die haben halt ökologische Landwirtschaft entwickelt. Und zwar nicht, indem sie sozusagen ins Richtlinienheft von irgendjemand geguckt haben, sondern sie haben das entwickelt, weil sie ein stabiles System gebraucht haben. Und dass dieses System nicht nur stabil war für ihre Gärten und Felder, sondern dass es auch für sie ökonomisch stabil war. Darüber gibt es, und darüber bin ich überhaupt auf das Ganze gestoßen, eine Studie, die Miserio hat fertigen lassen. Miserio hatte das seit Jahrzehnten unterstützt, dieses Masipak-Projekt, weil sie wissen wollten, was das für Auswirkungen hat. Und dann haben die eine Studie gemacht, wo die auf allen Inseln des Landes, nicht auf allen, auf drei Inseln, also in drei Regionen, verglichen haben, konventionelle Betriebe und solche Masipak-Betriebe, die zueinander passten von den Strukturmerkmalen her. Und sie haben festgestellt, dass die Gesundheit von Mensch und Tier viel besser war bei den Masipak-Sorten, dass die Schulbildungsrate viel höher war und lauter so Faktoren bis hin dazu, dass die Eigenkapitalbildung in den Masipak-Betrieben das ist etwas, was Sie nicht etwa aus den Büchern lesen, die gibt es nämlich nicht, sondern das müssen Sie mit den Leuten erarbeiten, so eine Zahl, das wissen die selber gar nicht, dass diese Eigenkapitalbildung bei den Masipak-Betrieben um den Betrag im Positiven war, wie ihre konventionellen Kollegen Eigenkapital abgebaut haben, einfach immer ärmer wurden. Ich habe natürlich die Leute gefragt, wie kann es denn sein, dass das ein eindeutig besseres System ist, und das machen längst nicht alle nach. Also das ist ja eine Frage, die sich aufdrängt. Und das haben die Leute mir vor Ort erklärt. Die haben gesagt, ja, weißt du, das Problem ist, natürlich, so ganz einfach ist diese Umstellerei nicht. Und wer hier als Biobauer in der Runde ist, weiß, dass das stimmt, dass man ja nicht am Vorabend entschließt, ab morgen mache ich Bio und ab dann macht man alles weiter nur eben Bio, sondern man muss eben doch ein ganzes System umschalten. Und wenn Sie sich vorstellen, dass derselbe Bauer, der hier diese Vielfalt produziert, vielleicht vorher auch nur Mais angebaut hat, dann können Sie sich eine Vorstellung davon machen, wie sehr man da lernen muss und wie sehr es auch Durststrecken auf dem Weg bis zu einem guten Verhältnis, einem guten System gibt. Und dann sagen die allermeisten Bauern besitzen gar kein eigenes Land, sondern die haben das Land gepachtet. Und der ihnen das Land verpachtet hat, das ist blöderweise auch derjenige, der ihnen die Spritzmittel verkauft und die Düngemittel. Und das ist blöderweise auch derjenige, der ihnen die Kredite gibt für 20% im Monat. Und in dessen Abhängigkeit sie sich in der Folge befinden. Also all diese Dinge zeigen, dass es nicht einfach ist, dieses System zu wechseln, aber dass der Wechsel von dem alten System ins neue System nicht nur ein ökologisch stabileres System erreicht, sondern eben auch ein ökonomisch stabileres, wo man sich von diesen ganzen Inputs unabhängig macht, die einen die Existenz und die Freiheit kosten.
Ich ende mit einem Zitat von einem überraschenden Menschen, nämlich von Friedrich Engels. Das ist mir vor 2, 3 Jahren begegnet. Das lese ich jetzt einfach vor, weil es das so schön deutlich macht, über was wir hier reden. Da steht, wir beherrschen die Natur nicht, sondern wir gehören ihr an, stehen in ihr. Unser Vorzug als Menschen ist nur, dass wir ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden können. Nicht so sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Wir werden mit jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außerhalb der Natur steht. Danke sehr. Ja, ich danke auch, wir danken auch, Felix. Herzlichen Dank.